Abdullah! Ja, ja, Abdullah, ich weiß. Hä? Im Haus, ne? Na klar, und hier kommen wir nicht rein. Oh Mann. Und dann ist die Frage, ob das der richtige Schlüssel ist, ne? Gibt so viele Schlüssel? Kommen wir da rein? Und da oben? Ja, ich glaube, die Fenster sind zu klein. Da? Nee. Bestimmt nur von der anderen Seite, ne? Warte mal, warte mal. Wenn ich mich da mal einmischen darf. ja. Bleib sitzen. Geht doch. Okay, die gehen vorbei. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Untertauchen so. Sie wurde wohl verriegelt. Ja, schön. Wie kommen wir hier rein? Gottes Blut! Oh, wir wurden entdeckt, oder was? Ne? Ja, ja, ja. Gott. Der steht hinterm Baum oder sitzt hinterm Baum, der steht da unten. Ihmchen, der da gerade losgelaufen ist, den müssten wir mal killen, ne? Gott. Können wir ihn erschießen? Da liegt auch ein Schlüssel. Okay. Quartierhaus. Dann ist das die Frage, ist das das Quartierhaus? Oder müssen wir wieder vorne lang? Ah, gut. Doch, das richtige Haus. Schlüssel gefunden. Oh. So. Ach, Alter, wie viel Echt für eine Truhe so viele Schlüssel? Ihr habt sie doch nicht alle. Gibt's zu sein, aber schön. Da können wir was schieben. Ach, der Schlüssel liegt dahinter, okay. Und ich dachte, wir müssten hier wieder durch all möglichen Knickknack rumlaufen. Durch die halbe Stadt. Okay. Wenn das so ist, dann habe ich nichts gesagt. Nö, nö. So.
Eisenwolke. Eisenwolke. Komm, schauen wir gleich mal an. Bei der Eisenwolke zu. Ist das denn gut? Eisen, den haben wir ja komplett ausgebaut, den Hohenbogen. Ich finde den gar nicht mal so verkehrt. Der war ja auch letztes Mal schlecht, ne? Skadis Zorn, Nadelkopf. Ach ja, das war der, der wieder so schnell schießt. Rahmenclan. Überlegen, leichter Bogen. Ja. Erstmal verbessern. Seht ihr, dazu brauche ich die Materialien. Und Ruhen. Kriegshammer angebracht, okay. Eine Axt. Feuereffektivität. Gift. Hundenbogen angebracht. Ja. So. Wir gehen mal wissen, wie der falsch ist. Machen wir kurz. Ach, da macht wieder Dauerschuss, ne? Ja, gut. Ist nicht so schön, finde ich, aber naja, gut. Wir werden mal testen. Pfeile. Warte, erstmal so testen. Nochmal. Testen. 24, okay. Also können wir noch tauschen, ne? Wenn es uns zu blöd ist. Das war das Assassin-Geheimnis. Oder Assassin-Ausrüstung, ne? So muss man ja sagen. Okay. Da geht es wieder zur Fronttür raus. Ne, wir wollen hier hinten raus. Hallo. Alles gut, mein Freund? Lang oder hin, 200 Meter unter uns, da gibt es einen geheimen Eingang. Aha, ja. Können wir auch den Vogel benutzen, wenn wir sitzen? Was gut. Siehst du da oben? Können wir machen. Alter, sind das hier viele. Da hätten wir noch einen Schatz. Schatz irgendwo. Okay. Eieieiei. Was ist das eigentlich? Mal gucken hier, was ist noch in der Nähe? Naja, die Tätowierung will ich gar nicht haben. Kann man sich ein bisschen ausruhen, auch nicht schlecht, ne? Wie weit ist er denn fährt? 200 Meter? Oder kommen wir welche? Über der Dächer, wa? Am besten. Zu der Mission. Oder Weltereignis. Ich gehe lieber in geduckter Haltung, weil ich weiß nicht,
ob die uns schon sehen. Ja, Da wollte ich wieder springen. Na gut, dann nicht. Huhuhu. 150 Meter? Ah, nee, hier. 200 Meter. Pling, pling. Unter uns ist der Schatz. Was ist das? Da müssen wir hin. 135, okay. Was ist für die Mutti, die ich nicht reinlassen? Da unten ist halt blaues. Aha. Na gut. Hier ist ein Fuchs. Die kloppen sie auch. Hier ist nichts. Hier ist nichts normal in Lunden. So. Okay, da. Nee, wir müssen nicht schwimmen. Die können auch hier rüberlaufen, ne? Ja, ja. Ja, alles gut, alles gut. Da, mal sehen, was da ist. Willst du dich an Erlek versuchen? Nein. Die sind ja alle an sich am Kloppen. Was ist denn hier los? Ich hörte, die Güldenspatz hatte mehr als nur Süßes und Gewürze aus Axum an Bord. Es hatte auch eine prächtige Halskette dabei. Macht Sinn, dass der Kompass das ganze Schiff absaufen lässt. Eine Schande. Das muss einiges wert sein. Aha. Okay. Mein Schiff liegt nun mitsamt seiner kostbaren Fracht am Grund des Flusses. Oh, wer ist wieder beschaffen? Kann bitte melde bei. Ich glaube mal bei ihr, weil sie hätte gequatscht. Ich hörte, die Güldenspatz hatte mehr als nur Süßes und Gewürze aus Axum an Bord. Es hatte auch eine prächtige Halskette dabei. Macht dieser Hafen birgt versunkene Schätze? Ja, die Strömung ist zu stark, als dass wir das Wrack bergen könnten. Traurige Sache. Hast du Interesse? Ich bin eine gute Schwimmerin. Ich fürchte weder Kälte noch Strömung noch Meeresgeister. Genau. Dann bitte hilf uns. Wir kratzen eine angemessene Belohnung für die Rettung der Fracht zusammen. Nix zu sehen hier irgendwie, ne? Aber Fische gibt's hier reichlich. Ja, komm mal runter. Gibt's denn hier was? Oh, da. Das müssen die Überreste der Güldenspatz sein, wenn die Händlerin recht hat. Ja. Durch nächste Nachricht, okay. Na komm, tauchen wir mal auf. Eine Kiste mit Schätzen, eine andere mit dieser Flaschenpost. Ich frage mich, ob die Nachricht noch lesbar ist. Kriegen wir gleich raus. Wir gehen mal kurz aus dem Wasser. So.
Inventar bitte. Brauchen wir die Nachricht? Wo ist sie? Kurz mal weg. Wegmachen. Da. Durch nächste Nachricht. Der Campus nimmt eine zu große Anteil an meinen Waren. Wollen wir doch mal sehen, wie er mein Geld aus dem Bauch einer Kuh herauskriegt. Aus einer Kuh? Sollen wir jetzt doch noch mal eine Kuh schlachten? Chapman Blue. Eine Flaschenpost. Ja. Ah, nicht dumm. Hat eine Halskette in einem Kuhmagen versteckt. Ich schätze, du wirst auch nach dem Rest des Schatzes suchen müssen. Die Nächte verachten okay. Mich so doll. Bellen from Heathen ist Intinga, das trotz sie, je slitten, so miete doch. Ist die Kuh auch unter Wasser? Warte mal, kurz, Karte. Wird nichts angezeigt, muss er. Kuh mal. Alter, wo soll denn jetzt hier eine Kuh sein? Hm.